Sorry heute für die Nebengeräusche, aber in diesem Video schauen wir mal auf das Wetter ab dem 5. März. Und dort könnte es doch nämlich ziemlich spannend werden. Seit 2 Läufen berechnet das GFS-Modell nämlich eine Luftmassengrenze mit kräftigen Schneefällen. Fangen wir als allererstes auf die Tagesmitteltemperatur. Schauen wir da als allererstes drauf für Anfang März. Und da sehen wir hier, wie dieser Lauf des GFS-Modells, das ist der Kontrolllauf, wie dieser Lauf denn abstürzt bis auf minus 3 Grad im Tagesmittel. Der Hauptlauf des GFS-Modells in Rot, der bleibt bei leicht überdurchschnittlichen und am Ende dann bei leicht unterdurchschnittlichen Werten. Schauen wir als allererstes mal auf die Wetterlage vom 5.3. Und da sehen wir doch ein kräftiges Tief nördlich von uns und das könnte dann ja für ein paar Schneefälle sorgen, während wir im Süden eher Hochdruck haben. Aber dieses Tief, das ist eher sehr, sehr dominant und das bringt dann doch diese Schneefälle. Aber als allererstes schauen wir mal auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Und dieses Tief bringt auch höhenkälte Luft mit sich von teilweise minus 5 bis minus 10 Grad. Das könnte dann Schneefälle teilweise in kräftigen Schauern bis ins Flachland bringen. Im Süden ist es wärmer mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe zwischen 0 und 1 Grad. Schauen wir jetzt auf das Wetter am 5.3., was das GFS-Modell da so ausspuckt. Da sehen wir eine Front, die dann teilweise auch in NRW, teilweise mit kräftigen Schneeschauern einhergehen könnte. Diese Front würde dann einmal von der Eifel übers Sauerland, über Niederrhein, übers Rheinland, übers Ruhrgebiet bis nach Brandenburg und Berlin liegen. Teilweise sogar bis nach Polen hinein. Im Osten ist eher weniger Schnee dabei. Der Schnee würde im Mittelteil des Gebiets fallen und im Ost- und im Westteil. So, schauen wir auf die Wetterlage vom 8.3. Und da hätten wir auf dem Atlantik von Frankreich, Deutschland bis einmal weit auf den Atlantik hinaus hätten wir dann Tiefdruck, aber auch nordöstlich und nördlich von uns lag höhenkalte Luft, ebenfalls mit Tiefdruck. Dort könnte es schneien. Und dann könnte sich da eine Luftmassengrenze ausbilden. Schauen wir auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Und da sehen wir im Süden sehr warm mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe zwischen plus 5 und plus 10 Grad. Während wir im Norden teilweise Temperaturen in 1500 Metern Höhe zwischen minus 4 und minus 10 Grad haben. Auf der Nordsee teilweise sogar minus 10 bis minus 11 Grad in 1500 Metern Höhe. Der Nullerlauf des GFS-Modells berechnete eine kräftige Luftmassengrenze mit Schneefällen. Einmal von NRW über die Mitte Deutschlands, über Thüringen bis nach Sachsen, teilweise auch bis nach Tschechien hinein. Dort würden dann teilweise kräftige Schneefälle fallen. Dort würden dann teilweise sogar bis ins Flachland einige Zentimeter an Schnee liegen bleiben. Im Norden würde es trocken bleiben, im Süden würde es nur an den Alpen trocken bleiben. Das GFS-Modell, der 6er-Lauf, sieht im Norden dann diese Luftmassengrenze einmal von der Nordsee über die Niederlande, über Niedersachsen, Teile NRWs bis nach Osten, bis nach Brandenburg und Berlin. Und dort würde es dann im Süden und Südosten würde es dann trocken bleiben, sowie auf der Ostsee. Dort wird die Front dann im Laufe des Tages oder abends oder im Laufe des nächsten Tages aufkommen. Schauen wir auf die Temperaturen in 2 Metern Höhe am 8.3. Und da sieht man gut diese Luftmassengrenze. Einmal über dem Norden mit Temperaturen teilweise um 0 Grad, teilweise auch minus 1 Grad. Und sonst hätten wir Werte zwischen 1 und 5 Grad, leicht südlich davon, sonst im Süden Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad. Also da sieht man doch diese großen Temperaturunterschiede. Schauen wir auf den 10.3., dort würde ein kräftiges Tief genau über Deutschland liegen, vor allem über Norddeutschland und über der Mitte Deutschlands, während sich dann vor allem Richtung Portugal und Spanien wieder neuer Hochdruck aufbauen würde. Würde es dann halt dieses tiefdruckgeprägte Wetter erstmal bei uns geben, teilweise mit Schneefällen. Schauen wir dann auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Da sieht man, nach dem Tief würde dann von Nordwesten und Norden teilweise sehr, sehr kalte Luft einströmen mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe von teilweise minus 5 bis minus 10 Grad. Wenn wir weiter Richtung Südwesten schauen, dort ist die milde Luft auch nicht mehr weit. Dort könnte es die nächste Front geben, erst mit kräftigen Schneefällen und dann mit Regenfällen. Schauen wir dann
auf das Wetter. Und da sehen wir dieses Tief einmal beim Nordwesten. Das Ganze zieht dann Richtung Nordosten. Und dort wird es dann im Tiefkern Schneefälle geben, sowie auch südwestlich des Tiefs Schneefälle. Und an den Alpen ebenfalls teilweise auch mal kräftigere Schneefälle. Das Ganze würde sich, wie gesagt, nach Osten verlagern. In Polen hätten wir kräftigere Regenfälle. Schauen wir dann auf die Schneehöhen, die der Müllerlauf von heute Morgen berechnet hat. Da sehen wir, da hätten wir fast in ganz Deutschland ausgespart, im äußersten Nordwesten eine Schneedecke, teilweise sogar im Westen, im Flachland, von um die 2 bis 10 cm in Mittelgebirgen, teilweise auch bis 60, 70 cm Schnee. Diese Mittelgebirge, die stechen hier gut raus, einmal die Eifel, das Sauerland, die Alpen und das Erzgebirge und der Bayerische Wald. Schauen wir dann mal auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe und die Niederschlagssignale einmal für den Nordwesten, in diesem Fall Bremen. Und da sehen wir doch gut diesen Abwärtstrend jetzt am Wochenende. Da kommt die erste Kaltluft aus Nordosten sogar zu uns. Dann geht es auch vielleicht überdurchschnittliche Werte und dann sind wir wieder bei unterdurchschnittlichen Werten. Am Anfang sieht das GFS-Modell noch kühle Temperaturen. Das geht dann mal hoch auf überdurchschnittliche Werte und dann wieder bergab auf deutlich unterdurchschnittliche Werte. Und mit diesen Kaltluft-Einbrüchen gibt es auch mehr Niederschläge. Schauen wir jetzt in den Südosten, habe ich mir diesmal Regensburg ausgesucht. Und auch hier sind wir jetzt kurz bei deutlich unterdurchschnittlichen Werten. Und hier ist das ganze Geschehen ein bisschen milder. Und dort würden wir dann bei durchschnittlichen Werten liegen. Aber auch hier sieht man mehr Läufe, die bei deutlich unterdurchschnittlichen Werten liegen würden. Und das Ganze mit diesem Abwärtstrend, mit diesen Kaltlufteinbrüchen, würde hier auch mit vielen Niederschlägen in Form von meist Schnee vom Himmel kommen. Das war es dann schon wieder in diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euch haben die Nebengeräusche nicht so gestört. Ja, und das ging heute nicht anders. Ich habe jetzt kaum noch Zeit. Vielleicht, wenn ich es schaffe, kommt später doch ein Update vom 12er Lauf. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.